Frau Schockmühl, Sie sind ja nun heute nicht zum ersten Mal beim Derby. Was war denn Ihr Eindruck heute von der zweiten Qualifikation? Ich meine, wir haben einen tollen Sport gesehen. Es waren viele Reiter und Pferde gut vorbereitet auf diese Prüfung. Es ist ein völlig anderes Springen als das, was man sonst im internationalen Sport hat. Und deswegen muss man sich da besonders gut darauf vorbereiten. Dies wurde von einigen bewiesen, dass sie es getan haben. Und ich glaube, dass wir Sonntag einen guten Sport sehen werden. Wo sehen Sie denn die Schwierigkeiten in diesem speziellen Springen? Gut, es gibt immer spezielle Klippen. Das ist sicherlich die Planke hinter dem Wall, was heute noch nicht aufgebaut war. Auch heute gab es noch nicht das Pulvermann, das gestern schon mal durchritten wurde. Und auch die Holsteiner Wegesprünge werden schon noch als Abschluss schwierig sein. Haben Sie einen Favoriten für Sonntag? Ich habe einige auf der Liste. Ich glaube, wenn ich das mal generell formulieren will, wird es einen Kampf zwischen Mecklenburg und dem Rest der Welt geben. Okay. Wir haben ja heute auch seit langem wieder Janne Friedrich-Meyer beim Deutschen Springen gesehen. Was sagen Sie zu Ihrer Leistung? Ja, Janne Friedrich muss man eigentlich immer auf der Liste haben. Sie ist eine tolle Kämpferin. Sie hat sich in den letzten Jahren absolut fest im internationalen Sport etabliert. Sie ist Mitglied der Weltmeisterschaftsmannschaft und Europameisterschaftsmannschaft gewesen für Deutschland und ist einfach eine tolle Reiterin und wie gesagt, deswegen darf man sie nie vergessen. Vielen Dank. Bitte.